Das sag ich doch jetzt. Ja! Schau dir das an. Alter, ganz andere. Ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Art zu schießen. Ich bin ja der Meinung, Schießen macht Spaß und ich schieße sehr gerne mit Armbrust und Bogen. Aber das hier, das ist eine moderne Version der Armbrust und zwar die Javelin von Umarex. Ein Pfeilschussgerät, hier in Österreich ab 18 frei erwerblich. Ein wunderbares Sportgerät, das so richtig Dampf hat. Bolzen einlegen. Einmal durchrepetieren, Rawumsti Kabumsti und dann macht's. Alter! Wenn du wissen willst, was das Teil kann, warum dieses Sportgerät extrem viel Spaß macht, aber auch gefährlich ist, also bitte im Garten wirklich aufpassen! Wenn du das wissen willst, dann bleib dran. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Es ist mir eine Freude, dir ein neues Spielzeug, wobei, Achtung, Achtung, liebe Leute, so spielzeugmäßig ist es nicht, vorzustellen, die Javelin aus dem Hause Umarex. Das ist, ja, eine Weiterentwicklung der Armbrust. Und zwar, das ganze Teil basiert auf CO2, kann man auch mit Pressluftflaschen machen und so weiter, komme ich aber dann später noch dazu. Dann hast du hier ein Röhrchen, siehst du das? Da ist dieses Röhrchen. Und da steckt man den Bolzen auf. Ja, der ist hohl, das heißt, der wird hier aufgebracht und eingeführt, bis ganz nach hinten geschoben und dann ist das Ding grundsätzlich einmal einsatzbereit. Schubschaft, dass man es anpassen kann. Es gibt auch einiges an Zubehör, da ist so eine Kimme und Korn mit so einem Lochgrinsel im Lieferumfang dabei. Eh alles cool, eh alles super, eh alles wunderbar. Das Thema dabei ist, und das darf man halt bitte nicht vergessen, bitte nicht vergessen, ich schieße ohne dem. Ich schaue einfach über diese lange Picatinny-Schiene drüber und das funktioniert auf 15, 20 Meter ganz locker. Wenn wir dann auf weitere Distanzen schießen, zeige ich da die dazugehörige Ausrüstung. Das Ding ist wirklich arg und es ist einmal eine ganz andere Art und Weise zu schießen. Schau mal her, da oben ist meine obligate Zielscheibe, da wo ich immer gern hinschieße. So. Und der Flug von dem Bolzen ist ganz gerade. Das ist einfach ein Wahnsinn. Und ich zeig's dir jetzt einmal. Du hast hier einen Hebel, das ist ein Repetierhebel, den man übrigens auch abmontieren kann und auch auf die andere Seite montieren kann, also auch für Linkshänder Bedienung überhaupt kein Thema. Ich habe jetzt hier das Teil, da kann überhaupt nichts passieren, da ist jetzt kein Gasdruck drauf. Weil der Gasdruck kommt erst dann drauf, wenn ich hier repetiere. Das heißt, jetzt repetiere ich. Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Nein, du hast es nicht gesehen. Der Pfeil, der hat da Geschwindigkeit drauf. Alter! Ja. Das ist eine ganz andere Art zu schießen, andere Art zu schießen einfach. Ja. Du siehst einfach, wie der Pfeil dahin fliegt, also das ist abartig. Bitte, bitte aufpassen, weil der Pfeil auch fliegt extrem lang. Schau, ich bin hier im Buschkraftareal auf Val d'Ulopatè, da ist weit und breit überhaupt niemand, es ist überhaupt kein Thema hier und ich darf das auch. Aber wenn du dieses Sportgerät daheim ausprobierst, bitte, 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 bitte aufpassen. Wirklich kein Spaß. Also, du machst es am besten immer so. Ja? Du legst den Bolzen ein, oder den Pfeil, wie auch immer du das jetzt nennen magst, weil ja Befiederung drauf ist, ein Pfeil, wurscht auf jeden Fall. Und jetzt kann ja noch immer nichts passieren. Es kann ja noch immer nichts passieren. Es passiert erst dann, oder kann dann, Rawumsti machen, wenn du diesen Hebel hier betätigst. Das heißt, wenn du den Hebel jetzt betätigst und dann da diesen hier machst, erst dann geht's los. Wir haben das jetzt schon einige Zeit getestet. Meine Frau ist auch ganz verliebt in das Ding. Es ist extrem leicht, das kann ich da gleich dazu sagen. Also wenn du das hast, dann denkst du, so eine Plastikbomber, hat die Manuela gesagt. Ja, das ist auch eine Plastikbomber. Aber das ist massiv trotzdem verarbeitet. Erinnert einfach an modernen Kunststoff. Einfach also nicht irgendwie so billig und stinkig und miefig, sondern richtig schön massiv. Es schaut aus wie eine Plastikbomber und ist dadurch auch extrem leicht. Aber trotz alledem so schwer, und das finde ich gut, auch durch diese CO2-Kapsel, diese 88 Gramm CO2-Kapsel, dass das Gewicht etwas nach vor liegt. Das bedeutet, sie liegt trotzdem ruhig in der Hand. Taugt man wirklich total. Das Teil ist natürlich nicht unbedingt etwas fürs Speedshooting. Da gibt es natürlich andere Sachen. Also wenn du irgendwelche Bewerbe schießen willst mit Speedshooting, dann wird es da nichts werden. Siehst du ja eh. Da muss man einzeln repetieren, man muss nachladen. Also das ist ganz klar. Aber trotz alledem, für wen ist das? Wenn du mal was anderes ausprobieren willst zum Schießen, weil Schießen einfach Spaß macht, das ist mal Punkt A. Und Punkt B, du kannst auf weitere Distanzen schießen, sehr präzise.
Und du kannst auch andere Schusspositionen einnehmen, wenn ihr das nämlich vergleicht mit Armbrust oder mit Bogen. Aber weißt du was, ich zeig's dir mal. Und zwar, ich kann mal vom Boden schießen. Ist einmal ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Art zu schießen. Hol mir die dann zurück, muss dann wieder hier aufschieben, immer ganz nach hinten schieben. Ich meine, es geht auch, hab das getestet, wenn das weiter vorn steht. Also wenn du es nicht ganz nach hinten siehst. Da gibt es aber dann das Problem, dass nicht der ganze Gasdruck da reingeht und es einfach nicht so viel Power hat. Ja? Das heißt, das ist einfach ein bisschen ein Thema. Dann hier wieder durchrepetieren, das ist immer ganz wichtig. Und dann... Bevor ich dir jetzt dann noch Zubehör und Montage und all die Dinge zeige, mag ich noch ein bisschen über die Präzision sprechen. Also, ich schieße hier jetzt ohne Lochgrinsel und ohne Kimme und Korn, ohne Leuchtpunktvisier, ohne Laser, ohne Zielfernrohr. Einfach, ich schaue nur über diese Schiene. Das heißt, du hast ja hier eine ganz lange Visierlinie, besonders wenn du dann noch eine Visiereinrichtung dazu nimmst. Das habe ich auch bei anderen Videos gemacht und da sagen auch viele, na warum verwendest du das nicht? Weil ich kann. Weil ich einfach kann. Nein, weil es einfach geht. Das ist der Punkt. Nicht weil ich es kann, sondern weil man es kann. Es reicht einfaches Deutschschießen. Das ist einfach großartig. Also ich möchte jetzt einmal ein bisschen Präzision zeigen. Dann mach vor. Und dann gleich wieder nach vor. Also du kannst von oben einmal einfädeln, aber dann gleich wieder nach vor geben, weil eins ist klar, ich werde es jetzt nicht tun. Ich meine, es besteht grundsätzlich keine Gefahr, weil ich nicht repetiert habe. Aber trotzdem, so nach oben, also das Teil fliegt sicher mal ein paar hundert Meter, also 100 Meter da locker rauf und dann fliegt es wieder runter. Und das Beste ist jetzt noch was. Hörst du das? Es kommt hier Wind. Und als ich das erste Mal getestet habe, das Teil, da war es relativ windig. Und im Vergleich zu einer Pistolenarmbrust, die ich auch extrem gern habe, die super sind, hat das fast keine Abweichung. Das bedeutet, du hast hier auch die Möglichkeit zu trainieren, und zwar günstig zu trainieren, das Gewehrschießen. Der Abzug ist absolut butterweich, der ist wirklich super, also da hackelt nichts, wie man so schön sagt in Österreich. Der Abzug ist wirklich sehr schön. Da kommt dann irgendwann, schau mal her, da kommt dann schön der Druckpunkt, ist ja auch immer wichtig. Und das war's. Ja, das heißt, da kommt dann der Druckpunkt, jetzt natürlich nicht, aber ich repetiere jetzt einmal durch, ich zeige da auch, was passiert, wenn kein Bolzen eingelegt ist, kein Pfeil eingelegt ist, da kommt da der Druckpunkt, da kann man richtig herfahren und dann löst sich das Ganze. Super. Aber jetzt zeige ich dir, was ich getroffen habe. Also ich bin nicht unzufrieden, sage ich gleich einmal. Das waren die ersten zwei und das war dann der dritte. Und dafür, dass ich mit einem offenen Visier auf die Distanz schieße. Also, wie gesagt, ich bin nicht unzufrieden. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, Rainer, hättest du den nicht auch da reinmachen können? Ja, aber ich bin so nervös, weil so viele Leute zuschauen. Das ist der Punkt. Aber super Sache. Und auch noch was zu den Pfeilen, mag ich dir sagen. Wie versprochen, zeige ich dann gleich das Zubehör, aber das gehört da ja auch mit dazu. Im Standardlieferumfang sind aktuell 3 Pfeile mit dabei. Aber ich gebe da gleich eine Empfehlung. Kauf da gleich eine Zusatzpackung. Ja, wirklich. Es macht so Spaß. Und weil du ja auf Distanz schießen kannst, schieß da mal auch beim Einschießen mal einfach daneben. Und dann, ich habe einen verschossen, der ist einfach in die Erden eingefahren. Da hinten, in den Hang, einfach eingefahren. Ich finde den nicht mehr, obwohl jetzt das Gras eh noch nicht hoch ist. Und ich genau weiß, wo ich hingeschossen habe. Der ist einfach in die Erden. Da müsste ich jetzt rausgraben. Kauft da gleich etwas dazu. Aber schau mal her. Ich habe mit denen jetzt schon einiges gemacht. Und das ist nämlich auch, weil es eine Investition ist, die kosten ein bisschen was, gebe ich zu. Aber halten auch lang. Schau mal her, wie die schon abgearbeitet sind. Weil die so tief und so intensiv, schau mal her, hier die Spitzen, die Feldspitzen, weil die so tief in das Material hier eindringen, in diese Zielscheibe. Man kann das auch runterschrauben. Wir haben bei uns im Shop, das ist billige Eigenwerbung, ich erwähne es noch einmal, wir haben auch Übungsschraubern, die sind flach, ja, also nicht irgendwelche Spitzen oder sowas, sondern die sind einfach flach und haben etwas mehr an Gewicht. Das bedeutet, wenn du noch weitere Distanzen schießen willst oder sagst, ich möchte bei Schlechtwetter schießen, ohne dass der Pfeil gleich irgendwo abfliegt, dann kannst du auch die benutzen, die haben dann noch einmal mehr Gewicht, gebe ich dann natürlich auch. Das ist billige Eigenwerbung, den Link und alles und sowieso, weil ich halt ein Schlägel bin. Aber jetzt, Zielfernrohr.
Ja, wie schon erwähnt, ist im Standardlieferumfang dieses nette Teilchen hier dabei. Da hast du hier vorne ein Leuchtkorn und hier hinten, das kann man aufschrauben, kann man ein Lochgrinsel drauf machen, so ein Lochgrinsel, da kann man durchschauen. Da sieht man jetzt dann nachher hier das Leuchtkorn und das funktioniert super. So offene Visierung ist großartig. Taugt man total, ist im Lieferumfang dabei. Und ich sag dir was, ja. Ich meine, mir ist es wurscht, du kannst den ganzen Shop leer kaufen. Aber in Wahrheit, wenn du das hast, kannst du mal gut anfangen. Besonders auf solche Distanzen hast du es ja selber gesehen. Ich habe einfach nur drüber geschaut und das passt. Und wenn du das noch eingestellt hast, man schießt auf 2 Euro zusammen. Wirklich, ist unglaublich, aber egal. Du kannst natürlich auch ein Zielfernrohr montieren. Auch da haben wir einiges im Shop. 4x32, das passt super. Das kannst du hier hinten montieren. Auch durch diesen Schubschaft kannst du natürlich den Augenabstand perfekt einstellen. Auf weitere Distanz macht das auf jeden Fall Sinn, weil du einfach überhalten kannst. Das ist super, das ist super. Oder du kannst natürlich auch eine andere Kombination wählen. Die zeige ich dir jetzt auch. Also wie gesagt, ich habe es vorher schon erwähnt und erwähne es noch einmal. Das ist nur für Österreicher. Das heißt, wenn du in Österreich lebst, dann ja, wir verschicken das nur an österreichische Adressen. Das heißt, bitte nicht anfragen. Das haben wir ja schon immer wieder mal gehabt. Ja, ich kann es ja nach Deutschland. Nein, sonst würde ich es nicht sagen. Echt nicht. So, in Deutschland ist das verboten, Österreich glücklicherweise nicht. Laser hier montiert, kriegst du natürlich auch alles bei uns im Shop. Dieser grüne Laser, das ist absolut abartig, den sehe ich bis darüber, ich zeige das dann nachher. Und du kannst aber auch gleichzeitig über die höhere Montage ein Zielfernrohr montieren. Das bedeutet, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, einerseits einmal auf kurze Distanz mit dem Laser zu arbeiten, wobei, ich möchte noch einmal dazu sagen, es ist ja heute eigentlich relativ hell. Es ist so Sahara-Sandmäßig irgendwie, hier bei uns im Buschkraftareal. Übrigens im Buschkraftareal auf Altolapathé, bei den ganzen Zeltplätzen, da darf man auch Armbrust schießen und Bogenschießen. Wir haben einen eigenen Bogenparcours ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber einen eigenen Bogenschießplatz, der für Bogen freigegeben ist. Aber Armbrust schießen, das darfst du bei uns auf den Zeltplätzen, haben wir auch Zielscheiben aufgestellt, also alles gut. Schau mal her, du hast jetzt hier ein Zielfernrohr. Also, und du kannst mir vertrauen, ich sehe jetzt nicht, ich sehe jetzt nicht den Laser, sondern ich habe jetzt beides. Ich kann jetzt auf Distanz mit dem Zielfernrohr arbeiten und auf kurze Distanz drücke ich einfach da drauf und habe den dazugehörigen Ziellaser, weil einfach die Picatinny-Schiene so lang ist und so viele Möglichkeiten bietet. Gefällt mir irrsinnig gut, also wenn du es ein bisschen aufpeppen willst, das wäre eine Möglichkeit. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie oft ich geschossen habe, aber wir haben schon gezählt, 30 Mal, also null Problem. Aber schau mal her. Ich habe jetzt eh nichts eingelegt. Der Druck wird dann irgendwann einmal weniger. Am Anfang ist er immer am stärksten. Wusch, ja? Und wird dann natürlich langsam weniger. Aber da geht schon einiges raus. Also das ist zum... Also da geht schon einiges. Aber weißt du was, schauen wir, ob ich jetzt noch immer hintreffe. Ich mag dann nämlich mit dir auf 70 Meter schießen und da mag ich eine neue Kartusche verwenden. Ich habe jetzt gerade vorher ohne Kamera das Zielfernrohr eingeschossen auf diese Distanz hier. Und ich glaube, dass das ganz gut worden ist. Ich merke jetzt schon, dass der Druck nachgelassen hat, weil der Bolzen nicht mehr ins Schwarze geht, sondern tiefer drunter ist, schauen wir gleich. Und das ist nicht der Wind, das kann ich da gleich dazu sagen, das ist nicht der Wind, sondern da lässt jetzt der Druck einfach nach. Ja, der Druck ist aus, also da tut sich einfach nichts mehr. Ich würde dir jetzt empfehlen, wenn kein Druck mehr drauf ist, wenn du merkst, okay, der Bolzen fliegt einfach nur mehr blöd, wirklich da jetzt diesen hier zu machen, oder war ich nichts mehr drin. Abschrauben. Naja gut, schrauben wir eine neue rein. Ich habe jetzt hier eine 88 Gramm Kapsel, übrigens die gibt es natürlich auch bei uns im Shop, das ist ganz klar. Es geht aber auch mit Pressluft. Die Amerikaner sind ja ganz verrückt nach diesem Teil hier. Ja. Javelin, ja, die sind ganz verrückt danach.
Und die haben da Pressluft angeschlossen. Also das ist mit der Pressluftflasche und dann schießen die da. Das ist absolut abartig. Ja, ist einfach so. So, du schraubst an. Aha, und jetzt spüre ich den ersten Widerstand. So, und wenn ich jetzt dann anschraube, dann wirst du dann nachher hören, und das ist nämlich genau der Punkt, das will ich damit sagen, da machst du dann, und da sollte man dann eben schnell drehen. Ja, also, geht noch immer, und jetzt, hast du gehört? So, jetzt ist Druck drauf, aber jetzt schieße ich natürlich noch nicht. Warum? Jetzt wollen wir auf 70 Meter ballern. Jetzt habe ich die Eile vergessen, die Kappe raufgeben. Ich meine, es wird ohne die Kappe auch gehen, könnte man jetzt auch machen, aber das da halten ist irgendwie ein Gras. Daher, du setzt dann nachher die Kappe da wieder drauf, oder du hättest die Kappe, man kann die Kappe auch gleich so montieren und dann runterziehen oder ganz runter, wie du magst. Auf jeden Fall, beim Schießen ist das hält man einfach viel besser. Also wenn man jetzt so schießt, da hat man das auch Flasche in der Hand, das ist grausig. So. Aber jetzt 70 Meter. Okay, es sind 60 Meter. Aber macht nichts. Da unten, ganz unten, da ist die Zielscheibe, wir gehen dann eh nachher hin. Und ich bin ja auf Val de Lopardet im Buschkraftareal, ich darf das hier, das ist Punkt A. Punkt B, ich habe das schon einige Mal gemacht mit Armbrüsten und so. Da unten ist ein Parkplatz. Da kann von der Seite niemand kommen, ich kann da niemand treffen. Das ist eine Sackgasse, da kommt niemand. Okay? Ich habe auf Sicherheit geachtet, keine Sorge. Keine Sorge. Hast gehört? Rabumsti? Kabumsti. Nächster. Ich muss hinzufügen, ich habe es da noch gar nicht ausprobiert und habe erst gerade das Zielfernrohr reingeschossen. Gespannt. Ich bin gespannt. Na ja. So schlecht ist das ja gar nicht, oder? Okay, ich wollte da reintreffen. Ich gebe zu, ich wollte da reintreffen. Das ist halt ein bisschen drunter. Und der dritte, der ist am abgerissen. Das ist der letzte übrigens gewesen. Die ist abgerissen. Aber ich finde das cool. Super. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding macht einfach irrsinnig Spaß. Und auch wenn es ab 18 in Österreich frei ist und ein Sportgerät ist, bitte liebe Leute, da ist noch immer genug Druck drauf, der sitzt genau im Schwarzen. Das war der Beste heute, das war wirklich der Beste heute. Glaubst man nicht, ist aber so. Aber ab 18, Sportgerät, total okay, alles bestens. Ja, schicken nicht nach Deutschland oder andere Länder, nur innerhalb Österreichs. Ist es ganz einfach so, dass wir Pfeil im Pfeil, glaube ich. Also wenn du daheim im Garten schießen willst, bitte aufpassen. Wenn der Pfeil irgendwie abprallt und sie irgendwie deppert kommt, wie man in Österreich sagt, dann ist es ungut. Okay, sagen wir einfach ungut. Also bitte, 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 bitte schön aufpassen. Kriege ich den dritten auch noch rein. Das zeige ich dir jetzt! Ja! Ah, das ist so schön! Verstehst du das? Verstehst du das, dass das so schön ist, dass ich mich so freue wie ein kleines Kind? Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich einen Knall habe. Es tut mir wirklich leid, dass ich Gaga bin. Aber das ist so schön. Schau dir das an. Und das ist das Schöne am Sportschießen, dass man alles gibt, sich zusammenreißt, anwischt, boom, und trifft, und es ist so, einfach, und dieser Javelin macht damit. Also, ich gebe da unten den Link, hol dir das Teil, es macht einfach Spaß, mit oder ohne Zubehör, kauf da ein paar CO2-Kapseln dazu, wirst du brauchen, und auch ein paar Pfeile extra, ich weiß, kostet ein bisschen Geld, wobei die Javelin ist sehr günstig, schau es dir an, wenn du es nicht glaubst, aber mach das, ich bin mir sicher, du hast Spaß dran. Und wenn du aus Deutschland kommst, und die Tränen kommen, dann kannst du trotzdem meinen Shop besuchen. Wir haben zum Beispiel Reini Rossmann Messer und Kleidung und Rucksäcke.
Auch okay. Das war's, dein Reini Rossmann und ciao, ciao.